Hallo und willkommen zum großen Crusader Kings 3 The Royal Court Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich euch tatsächlich nicht die Release Notes vorlesen und euch nicht wirklich auf jeden Punkt vorbereiten, jeden Punkt zeigen, sondern euch die vier wichtigsten Punkte erklären, wie dieses Tutorial, dieses neue riesige Teil funktioniert. Wir werden es am Beispiel von unserem König Sigmund von Pommern machen und er wird euch den königlichen Hof zeigen, er wird euch seine Artefakte zeigen, er wird euch seine Ämter, seine neuen Hofämter im Spiel zeigen und zum Schluss seine neue preußische Kultur. Also, viel Spaß beim Tutorial und wenn ihr Lust habt, dann würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Oder auch Teile des Tutorials. Der neue Königshof von Crusader Kings 3, dem DLC The Royal Court, ist wirklich gigantisch und phänomenal. Ihr seht es hier. Einer der großen Nachteile, wie ich finde, ist, dass wir uns nicht frei darin bewegen können. Aber hey, das ist in meinen Augen völlig okay. Bevor wir in die Details gehen, möchte ich euch erstmal die drei grundsätzlichen Arten des Königshofs zeigen. Das ist einmal die nordische Art, die seht ihr hier. Wir gehen die anderen gleich nochmal durch. Und ihr könnt halt hier Dinge machen wie Artefakte aufstellen, einen Hof halten. Endlich wird das Ganze hier ein bisschen lebendiger. Wir können also mit unseren Untertanen reden, wir können sie empfangen, wir können sehen, wie wir in einem Stuhl wirklich in einem natürlich entsprechenden Thron sitzen und Thronen gegenüber unseren Leuten und uns ihre Anliegen anhören. Und wir können unseren Hofpracht mit unserer Pracht die Leute blenden. Und das ist wirklich cool. Und jetzt gucken wir uns nochmal das Ganze im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation an, wie das da aussieht. Im Heiligen Römischen Reich sieht das so aus. Wir haben ein bisschen weniger Holz. Also man sieht, wie ich finde, deutlich die Unterschiede in der Architektur. Wie gesagt, es gibt drei Stile. Vielleicht gibt es in Zukunft mehr. Im Moment gibt es so drei grundsätzliche, ich nenne es mal, Kulturrichtungen. Ja, Mitteleuropa, Süd- und Nordeuropa kann man ganz grob sagen. Und hier sieht man zum Beispiel den König, wie er mit seiner Dame hier sitzt. Und er hat übrigens den Thron aus Aachen hier ausgestellt und seine Leute sitzen und stehen dort und beraten ihn. Es gibt hier ein nettes Beisammensein. Die Leute reden miteinander, sie lesen Bücher, sie sitzen am Feuer und wärmen sich und die Kaiserkrone wird hier ausgestellt und noch viele andere Dinge. Unsere Wappen hängen hier an den Wänden und zieren uns und erzeugen einen fast übermächtigen, fast göttlichen Prunk für das heilige, göttliche Reich und lassen die Leute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes geblendet hier hereinschreiten. Und wie das Ganze aussieht in einem islamischen Land, das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Und so sieht das Ganze aus in einem entsprechenden Land im Süden, in dem Fall das Land der Seldschuken. Wir sehen hier übrigens, wie sie auch wirklich entsprechend hier in einer anderen Pose sitzen, wie die Banner, die hier aufgehängt sind, entsprechend anders aussehen. Auch die ganze Architektur sehen wir auch an den Fenstern, ist entsprechend geändert. Wir sehen die Leibgarde hier des Königs, wie sie hier steht. Die Kleidung der Leute ist entsprechend angepasst und modelliert und das ist wirklich ganz toll gemacht. Und ich freue mich endlich nicht nur plastische Befehle zu geben, die irgendwie irgendwann irgendwo von irgendwem ausgeführt werden, sondern wirklich mir vorzustellen, wie ich hier im Königssaal, im Königshaus sitze, auf meinem Thron, über den Leuten throne und wirklich die Befehle geben. Im Laufe des Let's Plays werden wir einen König kennenlernen, König Sigmund von Pommern. Und da wechsle ich jetzt nochmal hin und dort werden wir uns das Königshaus von König Sigmund einmal angucken und uns mal ein bisschen umschauen, was wir da machen können. Willkommen am Hof von König Sigmund von Pommern. Das Königreich Pommern wurde geschaffen für diese Tutorial-Zwecke und das Königreich erreicht ihr hier über diesen Königshof, beziehungsweise unser Königreich erreicht ihr dadurch. Und in diesem Königshof
Und in diesem Königshof seht ihr die ganzen Leute, die hier stehen und sitzen. Und da sind wir auch schon direkt beim ersten Reiter. Das ist nämlich unser Thronsaal. In unserem Thronsaal erfangt ihr die Bittsteller. Wir werden sie anhören. Sie werden uns Fragen stellen. Wir können ihre Fragen beantworten. Und dadurch erhalten wir Boni für die entsprechenden Charaktere oder auch Mali. Von Zeit zu Zeit poppen entsprechende Events auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das gibt dem Ganzen einen wesentlich besseren Anstrich, dass man sich vorstellt, wie ihr als König hier sitzt und wirklich eure Bittsteller empfangt und diese Leute auch seht, anstatt immer irgendein stumpfes Fenster zu haben, wo irgendwas drinsteht. Also, ich muss sagen, das sieht wirklich wesentlich besser aus, das Ganze. So. Ansonsten können wir hier im Moment tatsächlich nicht allzu viel machen. Wir können hier mit den Charakteren interagieren, zum Beispiel mit dem Gast hier. Ja, da können wir draufklicken und uns den angucken. Wir können uns unseren Champion angucken. Wir können uns natürlich unseren König angucken oder auch unsere Königin. Ansonsten können wir tatsächlich nicht sehr viel mehr machen. Was wir noch machen können, ist das Hofhalten. Und das kostet uns 100 Prestige, ist alle 5 Jahre verfügbar. Am Ende des Tages ist es auch in Anführungszeichen nur das Einladen von Leuten. Ihr seht, ihr könnt vielleicht in der Lage sein, fremde Reiche zu beeinflussen. Ihr könnt vielleicht Hofpracht erlangen. Ihr könnt vielleicht Meinung, Prestige, Gold und mehr gewinnen oder auch verlieren. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt im Let's Play oder im Spiel gerade, dann macht doch einfach mal Hofhalten. Vielleicht habt ihr ja das Richtige dabei. Oder euch fehlen, keine Ahnung, 100 Gold für die nächste große Stufe und erwartet, dass ihr, sobald ihr auf Play drückt, tot seid. Guckt doch mal, ob vielleicht das Hofhalten euch noch ein bisschen was helfen kann. All solche Situationen ist das mit Sicherheit eine ganz gute Sache. Ist auch vor allen Dingen für mich so dieser Rollenspielcharakter ganz wichtig. Da gehört dieses Hofhalten definitiv mit dazu. Ansonsten könnt ihr hiermit nicht viel mehr machen. Wenn ihr allerdings... Dazu kommen wir im nächsten Kapitel des Let's Plays, Artefakte, beziehungsweise im übernächsten Artefakte und Inventar. Wenn ihr dann eure Artefakte ausstellen wollt, die ihr in Kriegen und so weiter oder durch Schmieden erlangt habt, dann könnt ihr das hier machen. Aber wie gesagt, das gucken wir uns in dem entsprechenden Kapitel an. Das wichtigste Kapitel ist in meinen Augen die Hofpracht. Und wir werden im Laufe dieses Tutorials einige Sachen sehen und lernen, wie wir diese Hofpracht bestimmen und definieren können. Die Hauptpunkte sind in meinen Augen die hier unten. Das gucken wir uns gleich an. Aber da gehe ich nochmal raus und zeige es euch nochmal. Ihr könnt das natürlich auch machen über euren Hof und eure Hofämter. Das gucken wir uns ganz zum Schluss an. Da seht ihr immer, wo haben wir es? Hofprachtbonus 1 bis 3. Hofprachtbonus 0 bis 2, je nach Eignung. Der Erzjägermeister, Hofprachtbonus und so weiter und so fort. Also da könnt ihr einen Bonus bekommen, aber der Hauptbonus wird auf jeden Fall hierüber entstehen. So, je nachdem, wie groß euer Reich ist, und das ist die Basis allen Übels, wird es hier eine sogenannte Prachtstufe geben, die erwartet ist. Das heißt, ihr seht hier unten die Hofprachterwartung. Das ist das, was man eigentlich von eurem Mini-Winzig-Reich erwarten würde. So einen ganz kleinen, niedlichen Mikrohof, ja, wo man sagt, hey, der ist irgendwie so, ne? Das ist das, was man erwartet. Alles, was darüber hinausgeht, gibt euch einen Boni. Alles, was da drunter fällt, gibt euch einen Malus. Ich werde, wenn wir damit fertig sind, gleich nochmal ein Reich suchen, wo wir da drunter sind. Das können wir mit dem Heiligen Römischen Reich schön uns angucken. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier drauf. Das heißt, wir drehen erstmal ein bisschen hier unten und dann sehen wir hier oben, wie sich das verhält. Ganz kurz, es gibt 10 Stufen, jede Stufe gibt euch einige Boni und die Boni, wie gesagt, die lese ich jetzt nicht einzeln vor, ähnlich wie bei den Traditionen in der Kultur. Am besten wirklich hier mit dem Tooltip reingehen. Ich habe mir das auf die mittlere Maustaste gelegt. Wenn es denn klappen sollte, die festzutackern. Ja, also insofern es denn klappt. Und dann seht ihr unten, schaltet die Ratsaufgabe Leibgarde anleiten frei. Oder hier unten königliche Gunst verleihen könnt ihr dann machen. Ja, königliche Gunst verleihen, ich zeige es euch mal, ist im Rat. Das kann Ratskanzler, in dem Fall Svitibor, machen. Und wir können königliche Gunst verleihen. Ihr seht es, beeinflusst Prestige plus 3, Diplomatiewertung plus 3. Vasallenprestige wird erhöht, Vasallenmeinung wird erhöht. Also eine ganz, ganz tolle Sache, um wirklich mit eurer Gunst andere Leute, wie man so schön sagt, zu blenden. Ja, das heißt, ihr geht dahin und sagt, oh, du bist nun in königlicher Gunst. Und so wie man sich das im Mittelalter vorstellt,
Finde ich eine extrem coole Sache. Wie gesagt, das Wichtige für mich ist hier wirklich, das Prestige des Vasallen steigt und die Meinung wird um plus 6 auf bis zu 100 erhöht. Das heißt, hiermit könnt ihr unabhängig von irgendwelchen anderen Aktionen eure Gunst verleihen und wirklich einen Vasallen aktiv beeinflussen. Ganz, 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 ganz toll. Und wie ich finde, einer der interessantesten und wichtigsten Sachen an diesem Update. So, aber zurück zu dem hier. Ihr könnt hier vorne, jetzt müssen wir gerade mal gucken, to do ein Hofarzt-Bonus, das ist noch nicht ganz fertig, Akzeptanz Vasallen anbieten. Hier hinten wäre es zum Beispiel, die Leute am Hof, die für länger als 5 Jahre da sind, erhalten eine besondere Eigenschaft, die auf der Hofart beruht. Gucken wir uns auch gleich nochmal an und so weiter. Wie gesagt, könnt ihr euch mal angucken. Und das hier ist die aktuelle Stufe, bestimmt natürlich auch durch eure aktuelle Pracht. Wie könnt ihr diese Pracht nun verändern? Nun, ich hatte ja bereits gezeigt, das geht über verschiedene Sachen wie Ämter, Ereignisse können passieren, aber die Hauptpunkte sind eigentlich 4 Dinge. Zum einen, was habt ihr an? Das könnt ihr in 5 Stufen verändern, von, keine Ahnung, einem Feigenblatt bis hin zu feinster Seide, die ihr aus dem Orient importiert. Und alleine das gibt euch schon Boni. Ihr seht es hier. Beste Kleidung gibt euch ein monatliches Prestige von 8%. Ist, glaube ich, auch klar, dass man, wenn man sich das vorstellt, dass hier ein nackter König mit einem Feigenblatt am besten Stück sitzt, dann kann man sich vorstellen, dass man den prestigemäßig vielleicht nicht ganz so ernst nimmt, wie zu dem Punkt, dass er sich hier mit feinster Seide kleidet. Ähnlich ist es beim Essen. Ja, es gibt auch das Thema Essen. Wenn nichts auf dem Teller ist, wird man euch wahrscheinlich nicht so sehr mögen, im Gegensatz zu dem Punkt, dass ihr dort ein wahrlich riesiges Festmahl kredenzt. Dieses Essen gibt euch übrigens so ein bisschen Anspannungsverlust für die Höflinge und bei euch ist es auch wieder ein Hofprachtbonus und Festmahlaktivität kann mehr Anspannung verringern. Mit anderen Worten, wenn ihr ein Fest macht und das Fest ist besser, ja, dann kann mehr Anspannung verringert werden. Übrigens könnt ihr so auch zum ersten Mal eure Feste bewusst verändern, dass ihr sagt, ihr habt ein Fest mit schlechtem Essen oder ein Fest mit gutem Essen. Auch sehr cool und auch vor allen Dingen sehr gut ineinander mit ein rein integriert. Dann gibt es eine Unterkunft, auch das für die Höflinge, die mit dabei sind, kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen. Wenn er auf einem harten Boden schläft, gibt das hier wahrlich keinen großen Bonus. Im Gegensatz zu einer ausgedehnten Unterbringung, da habt ihr wirklich dann irgendwelche Probleme. So, wenn wir das zum Beispiel jetzt verändern. Ihr seht es hier, sobald sie angewendet werden, bleiben die Annehmlichkeiten für 5 für 12 Monate fest. Das heißt, wir können das dann nicht mehr ändern. Ganz wichtig, jede Annehmlichkeit kostet Geld. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, das kostet nichts. Das kostet 0,85 im Monat. Das kostet nichts. Das kostet 0,85, 0,85, 0,85. Goldene Mitte wären hier 0,42. Hier unten sind wir bei 21 und dabei 63. Das heißt, achtet gut darauf, was ihr hier nehmt. Wenn ihr das eingestellt habt, könnt ihr das 12 Monate nicht mehr ändern, egal ob ihr ins Minus rutscht oder nicht. Ganz wichtig. Der letzte Punkt übrigens, das habe ich ganz vergessen, ist eure Dienerschaft. Und die Dienerschaft, gucken wir uns auch an, bringt euch Komplottstärke und Komplottwiderstand. Ja, warum denn nur das? Das kann man sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen. Wenn ihr Diener habt, die eure Aufgaben übernehmen, könnt ihr euch um die wichtigen Dinge im Leben kümmern. Zum Beispiel die Gäste so lange belabern, dass sie ein bisschen günstiger werden. Komplott, euch um Komplotte kümmern. Euch den Komplottwiderstandes widmen, sodass ihr auch andere Sachen herausfindet, weil ihr eure Augen und Ohren überall habt. Das könnt ihr, entschuldigt bitte, das könnt ihr alles dann mit dieser Dienerschaft machen und da könnt ihr die Stufen entsprechend verändern. So, jetzt gucken wir uns aber mal diese Leiste hier oben an. Die Sachen, die Prachtstufen, hatte ich euch erklärt. Und jetzt sehen wir hier noch 2 andere Sachen. Und jetzt werden wir erstmal ein bisschen was verändern. Wir werden uns ein bisschen besseres Essen geben, bessere Diener und bessere Betten. Und das wenden wir mal an. Das kostet uns 2 im Monat. Und wir sehen hier richtig leckeres Essen, tolle Betten und mehr Diener. Und wir haben immer noch genug Geld. Noch geht's. Und dann sehen wir hier eine entsprechende Anzeige. So. Das Grüne hier, wenn ihr sinkt, dann wäre es entsprechend das Rote hier. Das würde bedeuten, dass ihr eine Stufe noch nicht erreicht habt und dagegen strebt. Ihr seht hier an der Seite gibt es 0,25 im Monat, bis ihr diese Stufe erreicht habt. Ihr habt aktuell die Stufe hier, das ist irgendwas so 4,5, 36er Grundwert. Ihr seht hier bei der Stufe 4 erfordert 30 und die Stufe 5 erfordert 40. Ihr würdet bis ungefähr
was ist das hier? Das sind 50, wahrscheinlich so 48. Genau, da steht es, bis zu 48 würdet ihr gehen. Und das mit einem monatlichen Wert von plus 25. Und wenn ihr angekommen seid, habt ihr die Stufe 5 erreicht. Das ist soweit okay. Ja, das gibt euch dann diese Boni, die hier sind. Jetzt gibt es aber noch eine ganz wichtige Sache und die müsst ihr auf jeden Fall beachten. Das ist dieser ganz, ganz, ganz unscheinbare Button hier oben. Der sagt euch an oder aus, was erwarten die Leute von euch, von eurem Hof in eurer aktuellen Reichsgröße. Sie erwarten einen Hof in der Prachtstufe 1. Ja, das ist das, was sie erwarten. Wir gehen hinterher nochmal ins Heilige Römische Reich und dann gucken wir uns das da nochmal an. Da sieht das nämlich ein bisschen anders aus. Und wenn ihr überhalb der Erwartung liegt, also mit der Stufe 4, die wir aktuell haben, 4,5, aber das ist in dem Fall egal, wir haben die Prachtstufe 4, liegen wir natürlich überhalb der Erwartungen. Ihr seht es hier, dieser Hof liegt 3 Stufen unter der erwarteten Hofprachtstufe, also das verstehe ich, Moment, der Hof liegt 3 Stufen unter, nee, das müsste doch überheißen. Der Hof liegt 3 Stufen über der erwarteten Hofprachtstufe, was folgende Auswirkungen hat. Wir bekommen mehr Prestige, die Leute mögen uns. Ich glaube, das ist klar, ne? Die Leute erwarten, in so eine alte Bretterbude zu kommen, da kommen sie in diesen Prunksaal und dann sind sie geblendet von eurem Prestige und denken sich, oh, der toll, der Kerl muss ja von vornherein schon toll sein. So kann man sich das vorstellen. Und das gibt Vasallmeinung, finde ich auch sehr, sehr cool. Unabhängige Herrscher werden geblendet. Nochmal von euren Vasallen, Höflinge und Prestige. Ganz, ganz, ganz toll. Vor allen Dingen, um Möglichkeiten zu schaffen, euer Prestige noch weiter zu erhöhen. Was ja ohne dieses, also ohne The Royal Court echt schwierig war. Da musste man ja quasi, man musste zwangsweise Länder einnehmen, um durch die Schlacht Prestige zu bekommen. Regelmäßig irgendwelche Dinge machen. Ja, also das war schon von vornherein unheimlich schwierig. Und das wird jetzt definitiv einfacher durch diese Hofpracht. So, also das ist der Unterschied von 1 wird erwartet und aktuell 4 haben wir. Und dann wechseln wir jetzt nochmal ins Heilige Römische Reich und gucken uns das auch nochmal an. Am Hof von Kaiser Heinrich passiert wahrlich etwas mehr als bei uns in unserem kleinen Reiche. Und hier seht ihr, das Ganze ist doch etwas prunkvoller und sieht doch etwas besser aus. Und hier sehen wir wirklich mal, was man noch hier im Thronsaal machen kann. Im Prinzip ist es ja auch, also im Prinzip ist es das Gleiche, was man mit den anderen Mechaniken auch macht. Bloß jetzt ein bisschen offensichtlicher. Also, zwei Sachen sind hier sichtbar. Zum einen gibt es gerade die gute Dame, die eine, die etwas hat. Da ist also irgendwas passiert und ihr müsst irgendwas machen. Egilbert und Adelhard sind daran beteiligt, der Erzzeugwart und euer Patriarch. Wir können mal hingehen und ein... Oh Gott, da hat einer laut gerülpst. Als der laute Rülps durch den Speisesaal hallte, verstummten alle Gespräche je. Der Patriarch Egilbert klopft sich auf den Bauch und grinst. Ah, besser raus als rein, sagt mein Vater immer. Verschiedene Höflinge tauschen ungläubige Blicke aus, bevor mein König, mein Höfling mich direkt ansieht. Mein Kaiser, das war völlig unangebracht. Sicher stimmt ihr mir dazu, oder? Tja, ob Patriarch oder nicht, Egilbert wird die richtigen Manieren schon lernen. Das werden wir ihm schon beibringen. Und ihr seht dann auch, dass wir eine Inspiration erfahren haben. Das ist die hier oben. Mit anderen Worten, Inspirationen sind einfach Dinge, die der König machen möchte. Mit der Zeit denkt er sich, jetzt hätte ich gerne ein Artefakt. Und dann kriegt er eine Inspiration und dann könnt und dann poppt das hier auf und das könnt ihr dann hier entsprechend bearbeiten. Artefakte kommen wir noch zu. Ihr könnt auch den anderen Weg wählen und sagen, hey, ich gebe eins in Auftrag. Andersrum geht es natürlich auch, dass er euch irgendwann auf die Schulter klopft und sagt, hey, ah, meinst du nicht, dass mal Zeit wäre für ein Artefakt? Und dann können wir das hier finanzieren. Und dann wird sie versuchen, uns eine wunderbare Brosche zu schmieden. So, dann gehen wir mal auf die Hofpracht. Und hier sehen wir jetzt zwei Dinge. Ich habe schon mal im Königshaus das Ganze ein bisschen runtergedreht. Also, wir haben grundsätzlich einen Grundwert, der ist schon mal relativ gut, von 37. Auch trotz sehr wenig Dienerschaft, fade Verpflegung, winzige Unterbringung sind wir hier knapp, nur ganz knapp unter der Stufe 5. Und ihr seht jetzt hier diesen roten Balken. Jetzt denkt man sich im Moment, ja Moment, also pass auf, wir haben doch hier Minus, da ist immer noch Plus und da sind wir, was bedeutet das jetzt alles? Also, euer Reich denkt, dass ihr ein Hofprachtstufe 5 verdient hättet. Das ist die Stufe, die ihr aktuell noch habt. Aus der aktuellen Stufe, die ihr noch habt, geht hervor, dass ihr, na,
Jetzt würde ich gerne das da hinten noch sehen. Aber ich komme da mit der Maus nicht schnell genug hin. Also, dann erkläre ich es euch. Rechts an der Seite steht ein Pop-up. Dieser Hof sollte, das heißt, ist überhalb der erwarteten Hofbrachstufe. Deswegen, der Hof liegt unterhalb der erwarteten Hofbracht. Das könnte passen. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Man erwartet 5, ihr habt 6. Und deswegen gibt es ein bisschen Prestige obendrauf. Höflinger Gastmeinung plus 4. So, jetzt warten wir mal ab und gucken, was passiert, wenn wir hier drunter sind. Und dann bin ich wieder für euch da, wenn wir die Stufe erreicht haben. Zurück bei unserem Kaiser. Heinrich hat der Hof nun denn nicht mehr die erwartete Prachtstufe. Und wir sehen hier jetzt ganz klar, wir haben über die Zeit so viel an Pracht verloren, weil das was zu erwarten war, dass wir jetzt wirklich unterhalb der Stufe 5 sind. Und das macht die Leute sehr unglücklich. Dieser Hof liegt eine Stufe unter den erwarteten Hofpracht, was davor sorgt, dass wir minus 0,8 Prestige verlieren. So, das ist eine ganz, ganz, ganz krasse Nummer. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Deswegen werde ich jetzt hier mal alles wieder hochdrehen. Zack. Das wird dafür sorgen, dass unsere Hofprachtstufe mit der Zeit wieder ansteigt und wir dann wieder auf der Stufe 5 sind und dann hoffentlich die Probleme beseitigt sind. So, die Hofart. Wie kommt es jetzt dazu? Die Hofart kommt aus eurer Kultur. Kultur gucken wir uns im nächsten Teil des Tutorials nochmal an. Und dort gibt es einen Ethos und dieser Ethos bestimmt die Hofart. Aber wie gesagt, das gucken wir uns gleich beim Thema Kultur nochmal an. Ähnlich geht es mit der Hofsprache Deutsch. Auch das zeige ich euch da nochmal. Da gibt es jetzt Lechisch zum Beispiel oder Hochdeutsch, Englisch, Nordisch, Griechisch und einige andere Dinge. Aber wie gesagt, das gucken wir uns dann nochmal an. In dem Sinne, bis gleich zum nächsten Teil. Eine weitere Neuerung und wie ich finde, die absolut beste in The Royal Court, na, vielleicht ist doch minimal hinter dem Königshof, ist die neue Kultur und damit verbunden neue Sprachen. Ja, 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 endlich sprechen wir eine Sprache. Wir sind nicht einfach nur irgendeiner, der die ganze Zeit sagt, Krieg, 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 ab mit seinem Kopf, sondern wir haben auch wirklich mal einen Sinn im Leben, nämlich eine Sprache sprechen. Und wir können jetzt zum Beispiel eine Sprache sprechen wie Hochdeutsch, wir können hier Arabisch sprechen, wir können Griechisch sprechen, Iranisch und auch viele andere, Ostslawisch und so weiter. Was bringt euch das jetzt? Das bringt im Großen und Ganzen eine Sache. Die Sprache ist einer der wichtigsten Pfeiler eurer neuen Kultur, die ihr verbessern und optimieren könnt. Und es bringt euch die Möglichkeit, eine Meinung zu verbessern und ein bisschen die Akzeptanz zu fördern. Kulturelle Akzeptanz ist wichtig, wenn ihr hinterher mit Kulturen zusammengehen wollt. Beispiel, ihr seid ein großes deutsches Reich, da soll es eins geben zu der Zeit. Und ihr wollt vielleicht die bayerische Kultur abschaffen und sie mit der, was weiß ich auch immer, irgendeiner anderen Kultur vereinen und eine gemeinsame Mischkultur schaffen, damit man sagen kann, hey, es gibt jetzt eine deutsche Kultur und da würde natürlich eine gemeinsame Sprache ungemein helfen. Eine Sprache ist aber auch gut für Prunk am Schloss. Wenn viele Leute eure Sprache sprechen, habt ihr natürlich als König mehr Prunkboni. Auch das ist durchaus ein großer Vorteil. So, dann gehen wir mal ein bisschen näher ran und schauen uns das mal im Detail an, das Ganze. Wie könnt ihr denn jetzt überhaupt eine Sprache erlernen und was bringt euch das überhaupt? Was es euch bringt, hatte ich euch ja gesagt. Ihr könnt zum Beispiel später, wenn ihr mit der Kultur wechselt, das gucken wir uns gleich alles noch an, sagen, hey, pass auf, ich würde vielleicht, weil ich jetzt hier Teile erobert habe aus dem Heiligen Römischen Reich, gerne im Bereich des Hochdeutschen wechseln, dann würdet ihr beispielsweise einen Prachtgrundwert bekommen von 2,19. Das hatten wir uns ja alles schon angeguckt im Königshof. Und das Heilige Römische Reich hat allerdings im Moment 5,81 Boni, dadurch, dass sie hier, weil es der mächtigste und prächtigste Königshof ist im Heiligen Römischen Reich, des Hochdeutschen mächtig, eigentlich auch der einzige Königshof im Moment, der hier entsprechend das Hochdeutsche spricht. Gleichzeitig gibt es hier das Lechische. Da gibt es den Hofpracht-Grundwert-Bonus von 1,43. Das ist das, was wir bekommen. Und wenn ihr mehr Leute habt, wenn ihr mehr sprecht, wenn ihr mehr Ländereien habt und so weiter, gibt es noch einen etwas größeren Boni. Und das ist das momentan, was das polnische Königreich bekommt für seinen Hof.
Wie könnt ihr jetzt eine gemeinsame Sprache erlernen? Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einfach hingehen und sagen, hey, pass auf, lieber Däne, bring mir doch das Nordische bei. Dann gibt es einen Sprachwettbewerb, es gibt eine Erfolgschance und je nachdem, wie erfolgreich ihr seid und wie viel ihr macht, habt ihr es irgendwann gelernt oder nicht. Ihr könnt aber auch sagen, und da müsst ihr aufpassen, was ihr bei, was ihr beim Hofamt auswählt. Es gibt nämlich jetzt einen sogenannten Hoftutor. So, den können wir uns mal nehmen. Und ganz wichtig, beim Hoftutor ist natürlich auch die Sprache wichtig. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Charlotte. Und die Charlotte, jetzt müsste ich mal gucken, die Charlotte spricht, glaube ich, dadurch, dass sie katholisch und französisch ist, seht ihr es hier, sie spricht, Entschuldigung, ich kann das ganz schlecht aussprechen, er spricht diese Sprache. Wenn wir irgendwas anderes wollen, dann müssten wir halt gucken, was für eine Kultur die haben. Zum Beispiel Polabisch, das wäre die lechische Sprache, das wäre durchaus, ja, weiß ich nicht, macht jetzt irgendwie keinen großen Sinn. Deswegen nehmen wir mal die gute Charlotte, um ihnen irgendwas anderes beizubringen. Auch da wieder ganz wichtig, mit Bedacht auswählen. A, kostet Geld. B, kann eurem Kind nur die Sprache natürlich beibringen, die sie selbst spricht. Also, da könnte man überlegen, dass man dann in diese Richtung geht. Das macht aber wenig Sinn. Das heißt, wir sollten uns jetzt eventuell einen zu Hofe holen, der des Dänischen mächtig ist und uns dort helfen kann, wenn wir beispielsweise ins Reich der Dänen expandieren wollen. Gibt uns Boni, wir könnten dann bessere Ränkespiele machen, weil wir die Sprache sprechen und so weiter und so fort. Und diesen Punkt hier, das findet ihr bei euren Kindern. Wir gehen mal auf den Prinzen hier und den findet ihr hier eine Sprache erlernen lassen und dann seht ihr, wird er mit der guten Charlotte eben jene Sprache hier sprechen. Wie gesagt, da solltet ihr euch jemanden zu Hofe holen, wenn ihr beispielsweise ins Nordische expandieren wollt. Ich zeige es euch nochmal, dass natürlich, der natürlich irgendwie Nordisch spricht, das macht, weiß ich nicht, macht irgendwie keinen Sinn, jetzt jemanden zu nehmen und da 0,6 im Monat auszugeben, wenn er hier diese Sprache spricht, ja. Aber das irgendwie so weit weg ist von euch, dass das euch überhaupt nichts bringt. Dann könnt ihr euch das Geld auch sparen. Wichtig wäre natürlich, ihr kriegt dadurch natürlich auch einen Bonus im Sprachwettbewerb hier, aber den kann man sich auch anders holen, indem man das Ränkespiel verbessert. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Kulturen an. Auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und dazu gehen wir mal in die Kulturen, nicht in den Glauben. Da hat sich jetzt erstmal wenig verändert. Aber wenn wir auf die Kulturen gehen, gibt es hier jetzt drei Punkte, die wir machen können. Hier unten gibt es auch nochmal drei Punkte. Das gehen wir jetzt alles mal im Einzelnen durch. Das werde ich euch nicht großartig zeigen, dass sich nichts verändert. Es ist weiterhin Innovation. So ein bisschen der Pseudo-Technologiebaum. Da hat sich, wie gesagt, da hat sich nichts verändert. Und es gibt im Großen und Ganzen, wie gesagt, drei Punkte eurer Kultur. Es gibt das, was euch ausmacht. Ja? Das ist im Prinzip der Grundpfeiler eurer Kultur. Das ist euer Ethos. Das ist das, wie ihr seid. Das ist eure Basis. Das ist eine Sache, die ändert man nur ganz, ganz selten bis gar nicht. Das ist ganz wichtig. Das macht euch aus. Das ist eure Kultur. Und wir können hier natürlich Kulturen abzweigen, da kann man das alles ändern, aber das ist unheimlich teuer. Ich zeige es euch mal am Beispiel des Pommerischen. Wenn wir das jetzt verändern wollen, dann kostet das 20.000 Prestige und das zusammenzukriegen zu Lebzeiten ist schon verdammt schwierig. Also ganz klar, das soll man eigentlich nicht ändern. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, hier eine Kultur abzuzweigen, zeige ich euch aber ganz gleich. Dann die Kulturpfeiler im Großen und Ganzen. Verhält es sich mit den Kulturpfeilern wie mit den Doktrinen in der Religion. Sie sind da, man kann sie ändern. Da kann man die Sprache ändern, die Herkunft kann man ändern. Das ist ganz interessant, wenn man Mischkulturen machen will, wenn man in gewisse Bereiche vordringen möchte und so weiter. Eins der wichtigsten Sachen sind auch die Traditionen, die ihr ändern könnt. Und um das zu ändern, gucken wir uns jetzt gleichzeitig mal die Reformation an, nämlich die Kultur reformieren. So, was hat es denn überhaupt grundsätzlich damit auf sich? Ihr habt drei Buttons, die ihr nehmen könnt. Einmal euch selbst zu reformieren, mit anderen Worten, ihr findet euch ganz cool, ihr möchtet einfach nur etwas hinzufügen. Das wäre reformieren. Wenn ihr sagt, hey, ich bin ein Nerd und würde gerne die Nerdkultur auf Basis der pommerischen Kultur schaffen, dann wäre es eher das Abzweigen. Wenn ihr beispielsweise bei den Prussen eingefallen seid und sagt, hey, ich möchte jetzt eine pommerische, prussische Kultur erschaffen, die ich eine Mischkultur nenne und wir nennen sie die preußische Mischkultur. Prusso-pommerisch macht jetzt irgendwie, dann können wir es auch preußisch nennen. Dann können wir das damit machen, aber wie gesagt, das zeige ich euch gleich. So, das sind die drei Sachen. Also zurück zum Pommerischen und wenn wir das Ganze reformieren, dann können wir halt hier oben das Steuisch ändern. Hatte ich euch gesagt, gibt es eine ganze Menge, aber ist unheimlich
teuer. Wir können auch die Traditionen hier verändern und da gibt es auch eine ganze Menge. Da zeige ich euch jetzt wirklich nicht alle. Geht einfach drauf, guckt euch das an. Hier gibt es unheimlich viele Boni, beispielsweise Gebäudebaukosten in Wäldern verringert, Weidenbewohner, Krankheitswiderstand, Gastfreundschaft, Städtebauer und so weiter. Was ich persönlich am interessantesten finde, ist, Isolationisten wäre auch, also wie gesagt, guckt es euch an, es gibt so unglaublich viele, ich habe mir die alle durchgelesen, das ist wirklich der Wahnsinn, also da kann man fast alles mitmachen und fast alles optimieren, zu verschiedenen Kosten natürlich. Wichtig ist so eine Sachen wie, ich finde Gartenbauer, ich finde das toll, das ermöglicht euch nämlich auch ein weiteres Hofamt hinzuzufügen, nämlich das Hofamt des Hofgärtners. Ihr könnt nämlich dann einen Garten bauen. Wenn ihr das habt, gibt es die Möglichkeit, einen Hofgärtner anzustellen. Und dieser Hofgärtner, dazu gehen wir mal hier in die Enzyklopädie, dann suche ich den mal. In der Hoffnung, dass ich, na super, dass ich den auch finde. So, da ist er. Und das ermöglicht euch beispielsweise, den Entwicklungszuwachs im Reichssitz zu erhöhen. Dann braucht ihr das nicht immer über euren Rat machen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Entwicklungszuwachs war er hier, der Ratsverwalter. Dann hat der mal Zeit für anderes, zum Beispiel die Steuern einzutreiben. Wozu ist das gut? Beispielsweise, ich zeige es euch nochmal. Es gibt die Regierungsform. Es kann ja sein, dass nicht jeder ein feudales Reich ist, sondern auch ein altes Stammesreich. Und ihr wollt eure Regierung zum Feudalen ändern, dann braucht ihr eine gewisse Entwicklungsstufe in eurer Hauptstadt. Das könnt ihr über diesen Garten und über diesen Gärtner erreichen, ohne dass euer Ratsverwalter die ganze Zeit damit beschäftigt ist. Das ermöglicht uns endlich die Flexibilität, dass wir viele Dinge gleichzeitig machen können und endlich mal andere Dinge machen können mit unserem Rat und nicht immer nur die gleichen Sachen machen können, nicht die gleichen Aufgaben immer und immer wieder erledigen müssen, weil es einfach so sein muss. Wir haben jetzt endlich Alternativen und viele davon kommen durch die Kultur und eben die Tradition hier, die ihr etablieren könnt. So, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwas ausgewählt habt, ich habe jetzt hier 6000, wir können zum Beispiel, keine Ahnung, wir nehmen es einfach mal Kollektivland, dann könnt ihr das etablieren und dann habt ihr das Ganze hier reformiert. So, wir wollen aber eigentlich das Ganze nicht machen. Wir wollen hier eine pommerische Kultur abzweigen. So, und damit wir das machen können, habe ich nochmal den Spielstand von eben gerade geladen und bin nochmal einen Punkt zurückgegangen, dass wir das auch wirklich machen können. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die Kultur abzuzweigen und wir wollen natürlich Name die Nerds machen. Sammelbezeichnung Name Nerdkultur. Sammelbezeichnung sind natürlich Nerds und Präfix ist nerdisch. So, gucken wir mal, dass wir das so machen. Und was sind die Nerds? Die Nerds sind natürlich gemeinschaftlich, spirituell, bürokratisch. Also ich würde uns eher so in Richtung der Bürokraten sehen. Und wir sind pommerisch, ganz klar, lächische Sprache können wir nicht ändern. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir das hiermit fertig bestätigen. Aber wir können natürlich auch hier keine Sachen hier hinzufügen. Ja? Ihr könnt es natürlich ändern, die Sachen, aber das ist eine ganz wichtige das ist eine ganz wichtige Sache bei der Nerdkultur oder bei diesen Sachen. Ihr könnt hier das Ethos ändern. Ihr könnt natürlich die Tradition auch ändern. Ja, ihr könnt es aber nicht hinzufügen, weil ihr ja ein Zweig macht. Ihr zweigt ab. Ihr könnt halt ein paar Sachen ändern, bei einem Zweig den Ethos ändern, weil das im Prinzip so eure Basis ist. Das ist das, wie ihr seid, wie eure Kultur, eure Basiskultur ist. Danach könnt ihr natürlich auch wieder die Tradition ändern oder neue hinzufügen. Ändern können wir sie jetzt schon. Aber das geht hier jetzt beim Abzweigen nicht. Ganz wichtige Unterscheidung. So, dann machen wir mal unsere Nerdkultur. Und Prietz Wietebauer hat den Platz als Kulturoberhaupt eingenommen. Und wir sind jetzt das Oberhaupt der Nerd. Habe ich Nerde? Nerdisch. Habe ich mich wahrscheinlich verschrieben. Entschuldigt bitte. Ihr seid nur das Kulturoberhaupt der Nerdkultur und hier herrschen die Nerds und wir werden uns über ganz Europa ausbreiten mit der Nerdkultur. Ich freue mich auf das Let's Play und das ist eine unheimlich coole Möglichkeit, weil ihr natürlich auch die Möglichkeit habt, dann hier eure eigene Kultur nicht nur im Gedanken zu machen und sie umzubenennen, sondern wirklich so zu formen, wie ihr das gut findet.
So, eine ganz wichtige Sache ist, und das ist ganz wichtig zu beachten, ist der Königshof. Was hat es damit jetzt auf sich? Ich hatte euch ja die Hofpracht und die Hofart gezeigt. Und die Hofart entsteht vor allen Dingen auch durch die Art des Ethos, den ihr bei der Kultur auswählt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich bin tatsächlich nicht alle Ethos durchgegangen, aber die meisten, die ich gesehen hatte, hatten den Kriegshof drin. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass es mal ein Ethos gibt, was ein Kriegshof nicht drin hat. Vielleicht gibt es irgendwann Mods oder so, die neue Ethos-Möglichkeiten hinzufügen, die euch eben keinen Kriegshof bieten. Also da Vorsicht beim Auswählen eines neuen Ethos. Es kann sein, wenn ihr den Kriegshof braucht, weil ihr eben den Kriegshof-Konter braucht, weil ihr die Ritter-Effektivität braucht, ihr braucht die Aufgebote und so weiter, dass das nicht mehr zur Verfügung steht, weil ihr eben in einen Krieg oder weil ihr eben eure Kultur entsprechend geändert habt. Das ist eine ganz wichtige Sache. So, der letzte Punkt ist die Verbindung von zwei Kulturen und da seid ihr tatsächlich ein bisschen eingeschränkt. Wenn wir jetzt sagen, es gibt jetzt die pommerische Kultur und die russische. So, wir gucken uns das mal an mit der russischen Kultur. Das hatten wir eben gerade schon gesehen. Dann sagen wir, hey, wir sind die pommerische und die russische Kultur und wollen eine Mischkultur bilden. Und die nennen wir dann die preußische Kultur. Dann können wir das machen. Wir können die Traditionen hier entsprechend auswählen. Wir können aber nichts mehr verändern. So, jetzt lade ich uns gleich nochmal einen Spielstand und dann gucken wir uns das nochmal ohne die Nerdkultur an. Da wird es noch ein bisschen eindeutiger. So, wieder zurück in unserer Kultur, der pommerischen Kultur, ohne die Nerds. Sind wir jetzt immer noch nicht in der Lage, die Mischkultur zu bilden? Ihr seht hier, wir müssen natürlich mindestens ein Reich der oder eine Grafschaft der Prussen haben. Ansonsten können wir natürlich keine Mischkultur bilden. Und Kulturakzeptanz fürs Prussische ist weniger als 80. Die müssen das natürlich auch wollen. Und da oben ist jetzt eben jene angesprochene Kulturakzeptanz. Wie könnt ihr das fördern? Natürlich, indem ihr eure Sprache sprecht. Leute, die eure Sprache sprechen, sind euch grundsätzlich wohlgewollen. Gesonnen. Und ihr könnt das natürlich auch fördern, indem ihr zum Rat geht und sagt eurem Ratskanzler, hey, geh doch da mal hin. Und jetzt, um Gottes Willen, ich bin auf dem falschen Punkt, entschuldige bitte. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das war. Heimische Angelegenheiten, fremde Angelegenheiten. Kultur fördern, da drüben. Beim Ratsverwalter die Kultur zu fördern, das war der Punkt, königliche Gunst verleihen. Aber wir wollen keine Gunst verleihen, sondern wir wollen die Kultur fördern und vor allen Dingen die kulturelle Akzeptanz fördern. Das ist der alte Punkt, Kultur fördern, um eure Kultur zu verbreiten. Wir wollen aber die Akzeptanz für unsere Kultur oder für die in der russischen Kultur fördern. Das könnt ihr mit einem Ratskanzler machen, den bringt ihr dann dahin, idealerweise in der Hauptstadt, in der Kulturhauptstadt. Und dann wird eben jene Kultur hier gefördert. Wenn ihr die Eigenschaften besitzt, dann könnt ihr eine Mischkultur bilden. Und das habe ich jetzt extra wieder geladen, damit wir diese beiden Ethos hier sehen. Wir können jetzt zwischen den beiden Ethoses, Ethen, die es hier in diesem Bereich gibt, auswählen. Wir können kein neues auswählen. Das heißt, die Mischkultur können wir nur Sachen auswählen, die bereits hier vorhanden sind, nicht mehr. Da können wir auswählen, wir wollen steuerisch oder bürokratisch sein, welche Sprache wir haben wollen, welche Herkunft, wir sind natürlich Westslawen, welche Sprache, wir wollen natürlich das Lechische behalten, nur Männer als Kriegertradition, das können wir noch nicht ändern, weil es unsere Gesetze verbieten. Wir können auswählen, welche Tradition ihr haben wollt, ihr seht, wählt bis zu 6 aus, charismatisch können wir nehmen, die Wächter des Waldes machen wir weg, ja. Wir können hier eine ganze Menge auswählen, also eine ziemlich coole Sache, da, wie gesagt, einfach mal alles durchlesen. Ich zeige euch jetzt nicht alle Traditionen, das wäre wirklich viel zu viel. Und einfach mal drauf gehen, die Tooltips, die sind super, da steht einfach alles drin und könnt ihr mal durchlesen und dann entscheiden, was ihr machen wollt. Hier seht ihr zum Beispiel auch, ob alle Vasallen wechseln würden. Und dann kommen wir zum Thema Ästhetik, auch natürlich eine ganz wichtige Sache. Wie sehen denn eure Leute jetzt aus? Sehen sie osteuropäisch aus? Sehen sie eher nordeuropäisch aus? Seid ihr nur pommerische Namen gewohnt? Wollt ihr russische Namen haben? Wollt ihr beides haben? Seht ihr, habt ihr eventuell kontinentaleuropäisch? Ich denke da vielleicht gerade so im Bereich von Mischbereichen, zeige ich euch gleich nochmal, im Byzantinischen Reich
sowas hier. Welche Mode wollt ihr am Ende tragen? Welches Wappen sollt ihr überhaupt tragen? Also auch da viele, viele Möglichkeiten und dann könnt ihr eure prussische Kultur am Ende des Tages gründen. Oder auch, wenn ihr nur eine Kultur abzweigen wollt, eure Nerdkultur. Okay, weiter geht's mit anderen coolen Dingen im nächsten Teil des Tutorials, also im nächsten Kapitel, wie zum Beispiel den Hofämtern oder was habe ich noch auf meiner Liste? Artefakte. Unser König Siegmund von Pommern möchte natürlich nicht nur in seinem Königshof sitzen, sondern möchte auch, und da kommen wir zum letzten Reiter im Königshof, ein paar wunderbare Sachen aufhängen im Königshof. Möchte sie hinstellen, möchte eine Krone haben, möchte ein wunderbares Schwert haben und dazu natürlich auch seine Hofämter benutzen und vielleicht auch ein paar kulturelle Gegenstände haben. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis von The Royal Court und wir blenden uns das ganze User Interface mal ein und die Inventare findet ihr hier unten. Da könnt ihr die Sachen verwalten. Das gucken wir uns gleich an, aber ein paar Sachen vorweg, bevor wir da hinkommen. Wie bekommt ihr Inventare? Wozu ist das gut? Und was macht das überhaupt? Also Inventargegenstände kennt man vielleicht aus dem zweiten Teil. Und die Inventargegenstände können euch Boni geben für Prestige. Können euch ein bisschen mehr Geld verleihen. Können euch Schrecken verleihen. Eine Krone sieht halt gut aus, ne? Gibt euch ein bisschen Prestige und solche Sachen. Finde ich persönlich gerade für den Rollenspielansatz unheimlich wichtig. Und passend dazu gibt es natürlich auch die Hofämter. In den Hofämtern, was das damit auf sich hat und was es da alles gibt, das erkläre ich euch in diesem Tutorial auch noch. Aber vorweg, es gibt den Erzzeugwart. Und dieser Job ermöglicht es euch, Artefakte zu schaffen. Um das zu machen, könnt ihr hier unten auf die Entscheidung gehen und dann gibt es hier den Punkt Artefakt in Auftrag geben. So. Und wenn ihr das auswählt, dazu braucht ihr 100, dann gibt es hier verschiedene Artefakte, die ihr in den Auftrag geben könnt. Sachen wie Waffe, Rüstung und Krone. Und da kommen wir jetzt einmal zu dem Inventar bei euch und einmal zu eurem The Royal Court. Ich zeige es euch nochmal im Königshof. Ja, da haben wir momentan gerade nichts, was wir auswählen könnten. Und um da was hinzuhängen oder hinzustellen, braucht ihr Artefakte. Ne? Also, diese Artefakte hier oben und zum Teil auch die Insignia, das sind Artefakte, die gehen in euren persönlichen Besitz über. Die könnt ihr euch quasi umhängen. Und dann gibt es Artefakte wie zum Beispiel ein Möbel, also ein Möbelstück auf dem Kopf zu tragen, wird zuweilen etwas schwer. Das könnt ihr dann bei euch im Königshof ausstellen oder einen Wandteppich zum Beispiel auch. Wir werden jetzt mal einen Wandteppich in Auftrag geben, werden uns einen örtlichen Handwerker suchen und mein Erzzeugwart Xenia erscheint pünktlich um die Mittel für mein in Auftrag gegebenes Werk einzuholen. Ja, meine Liebe, wir brauchen einen wunderschönen Wandteppich. Und wenn das fertig ist, bin ich wieder für euch da und dann gucken wir uns auch das Inventar an. Ein paar Jahre später ist nun endlich unser Wandteppich fertig. Und wir können diesen Wandteppich nun endlich in unserem Königshof aushängen. Dazu geht ihr hier auf euren Königshof, auf den dritten Reiter, die Hofartefakte, und könnt diesen dann aufhängen. Das ist euch überlassen. Ihr habt hier diese Slots, da könnt ihr das Ganze hinstellen. Ich persönlich würde so einen Familienbanner oder so einen Wandteppich das erstmal hier hinterhängen. Und ihr seht hier, das ist der Wandteppich von der pommerischen Dynastie. Das ist ein ganz gewöhnlicher Wandteppich und der bringt uns mächtige Vasallen, Ratsmitgliedsteuer quasi als Beitrag plus 1 und ein bisschen Hofpracht. Klar, wenn da so ein mächtiger, wunderbarer Wandteppich hängt, dann mag man das natürlich. Und ganz wichtig, ihr seht es hier, der aktuelle Träger ist König Siegmund von Pommern und das wird zusammen mit dem Königreich, also mit dem Titel Königreich von Pommern ererbt. Ihr kennt ja diese Erbfolge mit Sicherheit und die Erbteilung und so weiter und so fort. Das heißt, ganz wichtig, der das Königreich von Pommern erhält, es kann ja sein, dass euer Reich vielleicht aus mehreren Königreichen besteht oder zerklüftet ist oder wie auch immer, der bekommt hier diesen Wandteppich. Okay, dann hängen wir den mal auf und dann werden wir diesen wunderbaren Wandteppich mal hier bestaunen. Wirklich ein wunderschönes Stück. Herrlich.
entspricht genau dem, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich das Ganze hier in Auftrag gegeben habe. Wirklich schön. So, wir haben dann hier unten die Hof-Artefaktliste und wir hätten sogar die Ansprüche darauf, wenn es denn welche geben sollte. Bei uns gibt es jetzt hier keine. So, das sind die Artefakte, die an eurem Hof sind. Und dann gibt es noch die Artefakte, die ihr persönlich habt und die findet ihr hier unten. Und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt Kronen aufsetzen, Waffen, Rüstungen und Insignien. Wie ihr daran kommt, das hatte ich euch ja schon gesagt, wenn ihr die selbst macht. Ansonsten gibt es hier zum Beispiel auch das Schwert der Botpaischen Kultur. Und wir haben eine Krone der Pommerischen Kultur. Hier kommt ihr zum Beispiel ran, wenn ihr ja, beispielsweise mit einer Kultur gut steht, wenn die Kultur euch mag, wenn ihr Ereignisse habt, dann könnt ihr diese Sachen machen. Ihr könnt aber auch durch Kriege an diese Sachen rankommen. Wenn ihr zum Beispiel wisst, hey, der Kaiser Heinrich aus dem Heiligen Römischen Reich, der hat eine coole Krone, die will ich haben, greife ich ihm an, hole ich mir alles. Geht tatsächlich. Und viele andere diese Dinge auf, gibt es. Es gibt jetzt kein Patentrezept, um zu sagen, um eine tolle Krone zu haben, musst du das machen. Das muss man dann wirklich im Einzelnen gucken. Ihr könnt Kriege führen, ihr könnt sie in Auftrag geben. Ihr könnt aber auch mit dem neuen Kulturfeature Kulturen erzeugen und da vielleicht was bekommen und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, um eben an Artefakte hier in diesem Spiel heranzukommen. Aber wir werden uns jetzt natürlich erstmal unsere Krone aufsetzen. Und das gibt uns... Das gibt uns 0,12 Prestige im Monat. Das ist schon eine ganze Menge. Und die Meinung wird erhöht. So. Und natürlich das Schwert wollen wir auch haben. Und das ist auch schon extrem mächtig. Das sorgt nämlich dafür, dass das Kampfgeschick größer wird von uns. Und die gegnerischen Todesverluste um 3% zunehmen. Ihr seht hier, während der Schlacht werden viele Truppen aber meist nicht der Großteil getötet oder so schwer verwundet, dass sie nicht mehr kämpfen können. Und die Verluste, die zum Tod führen, sind hier um 3% erhöht. Ihr kennt das mit Sicherheit mit den, in den Schlachten. Und das ist schon ein ziemlich heftiger Bonus. Gut, unser König ist jetzt nicht so der Kämpfer. Er ist tatsächlich ja eher der Bildungsmensch. Man könnte aber zusammen mit diesen Sachen tatsächlich überlegen, ob man sich ihn nimmt und ihn vielleicht sogar mal in die Schlacht schickt. Okay, ansonsten habt ihr hier die Artefakte auch aufgelistet. Ihr könnt hier die Kronen sehen, Insignien-Artefakte, die Rüstung, die Waffen und die Schmuckstücke. Schmuckstücke könnt ihr dann natürlich euch auch behängen. Maximal 4 Stück. Einen Insignienring, eine Rüstung, eine Krone, eine Waffe. Und gerade die Insignienringe finde ich sehr interessant. Denn zu damaliger Zeit war es ja Standard, dass jedes Königshaus so einen Insignienring hat und sich im Prinzip mit ihrem Wappen ja auch die Briefe zugeklebt hat und so weiter. Also das ist echt eine tolle Sache, muss ich sagen. Da freue ich mich auf ein entsprechendes Let's Play tatsächlich, dass man wirklich diese Sachen auch mal richtig nutzen kann. Okay, ab zum nächsten Thema. Das nächste Reiseziel unseres neuen Königs Sigmund von Pommern ist der Punkt der Hofämter. Dazu hat er sich an seinem Hof eingefunden und wird uns jetzt exklusiv einen Einblick in seine Hofämter geben. Und die haben es wirklich in sich. Da hat man wirklich eine Menge gemacht und eine Menge getan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch richtig cool. Mir gefällt das richtig gut. Es gibt so ein paar Situationen, die haben mich immer wieder gestört. Zum Beispiel, ihr habt einen Charakter, der ist schrecklich. Und der hat viele große Reiche um sich und kann mit seinem Schrecken aber das Reich intern sehr gut zusammenhalten. Nun hat er schlecht die Möglichkeit, die großen Reiche anzugreifen, sondern muss warten, bis was passiert, muss ein Ränkespiel machen. Während dieser Zeit verliert er aber seinen Schrecken und puff, die ganzen Leute wenden sich gegen euch. Und im schlimmsten Fall kann das Spiel vorbei sein. Gegen sowas gibt es jetzt beispielsweise den Hofhenker, wenn ich ihn denn finde. Ja? Und viele, viele andere Situationen, die man sich hier vorstellen kann. Es gibt zum Beispiel einen Stallmeister, der die Rittereffektivität steigert. Es gibt einen Vorkoster, der gegen Giftkomplotte natürlich ein bisschen hilft oder eventuell eins ausrichten kann. Und viele, 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 viele andere Sachen. Es gibt natürlich, wie sonst auch, den Hofarzt. Es gibt einen Tutor, ja, der Sprachwettbewerb Komplottstärke, Sprache hatten wir beim Thema Kultur, verbessert und. Also wirklich eine ganze Menge an Hofämtern. Die gucken wir uns aber gleich im Einzelnen nochmal an. Wichtig ist, dass jedes Hofamt auch ein bisschen Geld benötigt. Das ist ähnlich wie beim Königshof.
Der benötigt auch, je nachdem, was ihr da macht, eine ganze Menge Geld. Es hat sich aber auch im Gegensatz zum Königshof natürlich hier auch nichts am Geld geändert. Das ist auch gleich geblieben. Also mit anderen Worten, auch hier habt ihr das Problem, dass ihr natürlich gucken müsst jetzt mit dem Geld. Das finde ich aber nicht schlecht, denn ich hatte am Ende des Spiels, wenn das Spiel so in das Endgame geht, tatsächlich immer das Problem, dass ich hatte von allen eigentlich zu viel. Das Reich war groß, wir haben unheimlich viel verdient als neuer Charakter und das war irgendwie immer ein Problem. Fand ich persönlich, dass man einfach viel zu viel Geld angehäuft hat und das kann man jetzt hier wesentlich besser ausgeben, finde ich tatsächlich. Okay. Eine ganz wichtige andere Sache ist die Eignung eines Charakters. Und da möchte ich einmal auf also zwei, drei Sachen eingehen. Es gibt zum Beispiel den Hofarzt. Was die alle können, das gucken wir uns gleich an. Der Hofarzt, wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr hier eine Liste mit den Ämtern oder mit den Leuten, die dieses Amt besetzen können. Und je nachdem, was er für Werte hat, seht ihr hier eine Eignung. Wenn ihr hier drauf geht, dann könnt ihr auch sehen, das hängt zum Beispiel hier am Bildungswert. Dann gucken wir uns mal, weiß ich, zum Beispiel den Vorkoster an. Der Vorkoster beispielsweise würde Ränkespiel benötigen. So, aber da bleiben, macht auch irgendwo Sinn, ja. Es ist ja am Ende des Tages ein Ränkespiel, wenn er für oder gegen Giftmordkomplotte ein bisschen mit einsteigen soll. Dann gibt es zum Beispiel den Hofnarr. Das ist zum Beispiel auch einer, der braucht Diplomatie, damit er eben in solchen Situationen ein bisschen mitarbeiten kann. Hier gibt es zum Beispiel einige, die sind zumindest schlecht oder die gute Radomil oder der gute Radomil ist zumindest schlecht geeignet und nicht schrecklich, weil er halt einen entsprechenden Diplomatiewert hat, der halt auf der anderen Seite natürlich auch wieder hier abgezogen werden kann. Beim Hofnarr zum Beispiel kann auch ein negativer Punkt bei der Eignung sein, dass er schüchtern ist. Ja, ein schüchterner Diplomat hat irgendwie so seine Probleme wahrscheinlich, gerade als Hofnarr. Also da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und vielleicht auch, wenn ihr euch neue Charaktere an den Hof holt, von vornherein gucken, welchen Charakter will ich haben. Ich möchte jetzt zum Beispiel einen Hofnarr haben, da sollte ich gucken, dass ich vielleicht einen kriege mit guter Diplomatie und so weiter und so fort. Und so könnt ihr das Ganze ein bisschen verbessern. Dann gucken wir uns mal die Liste an. Die gibt es hier unten in der Enzyklopädie. Kann ich, wie gesagt, immer empfehlen, da mal reinzugucken. Und da gibt es hier den Punkt Hofämter. Und die gucken wir uns jetzt mal im Einzelnen an und gucken mal so ein bisschen, was die können. Es gibt zum Beispiel den Hofarzt. Ich denke, das kennt ihr alle. Der kümmert sich um eure medizinischen Behandlungen. Und dann gibt es die Pracht, die er gleichzeitig verbessert. 10-25%. Und es gibt auch noch einen kleinen Bonus, je nachdem, was für eine Eignung er hat. Eignung hatte ich ja schon gesagt. Dann werdet ihr bei einigen Jobs, die hier zu erledigen sind, hier unten diesen Satz finden. Das bedeutet, dass dieser Charakter natürlich auch in einem Ränkespiel gegen euch verwendet werden kann. Ich erinnere da an ein Ränkespiel-Let's Play, was ich hatte mit den Bayern, wo eine bayerische Königin einen so unglaublich hohen Ränkespielwert hat, dass wir tatsächlich reihrund alle Reiche und alle Geschwister ränkespielt haben, sodass alle Sachen auf mich zurückgefallen sind und wir am Ende tatsächlich nach 10 Jahren mit einem riesigen Reich dastanden. So, und diese Sachen, da könnt ihr jetzt was gegen machen. Auf eurer Seite natürlich, aber auch auf der Gegenseite. Wenn ihr beim Gegner anklopfen wollt und sagt, hey, pass auf, wir wollen den besser töten, besser Ränke spielen, dann könnt ihr natürlich seinen Hofarzt übernehmen mit Geld oder was dann auch immer im Ränkespiel passiert. Das gibt es bei einigen anderen Jobs unten auch. Das werde ich dann im Einzelnen erwähnen. Aber ganz wichtig, das wäre bei feindlichen Komplotten eine ganz wichtige Sache. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch dafür sorgen, wenn er euch treu ergeben ist, er hat einen guten Ränkespielwert, er mag euch, er lässt sich eben nicht überzeugen, kann das auch dafür sorgen, dass eben Ränkespiele maximal schwierig werden für den Gegner, trotz guter Ränkespielwerte. Also das kann alles so ein bisschen bedeuten, das finde ich ziemlich cool gemacht. So, Kulturbotschafter, der hat, ihr seht es ja hier, die Aufgabe, im Prinzip einfach die Kultur ein bisschen zu stärken, gibt euch ein bisschen Prestige und sorgt auch für die Meinung anderer Kulturen und er selbst bekommt hier ein wenig Prestige dazu. Was ich allerdings nach wie vor auch hier in dieser Liste ein bisschen schade finde, ist die Eignung. Die Eignung fehlt hier tatsächlich nach wie vor komplett. Ich hoffe, dass das irgendwo noch eingepflegt wird. Ich persönlich würde gerne sehen, ohne immer auf die Jobs zu gehen, das sind für mich immer zwei, drei Klicks mehr, was für eine Eignung muss der Charakter als Kulturbotschafter haben. Das steht hier jetzt persönlich nicht. Das müsste man im Einzelnen ich zeige es euch nochmal beim Hofarzt, das müsste man im Einzelnen über den Hofarzt
und dann hierüber herausfinden. Und da sieht man wirklich erst, was der für ein Bild, was der hat. Also ein Bildungsbonus, das finde ich ein bisschen schade. Das würde ich mir zumindest hier in der Enzyklopädie wünschen. Aber jetzt gehen wir die erstmal weiter durch. Dann gibt es einen Schwanenhüter. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Schwanenhüter hütet die königlichen Schwäne. Und das sorgt dafür, dass ihr tatsächlich mehr Diplomatie pro Ruhmstufe bekommt. Extrem coole Sache. Ihr braucht dafür natürlich, logischerweise, Schwäne. Dann gibt es den Oberkadi. Der Oberkadi ist der oberste Richter des Reichs und verantwortlich für die Auslegung des islamistischen Rechts. Und da kann man schon sehen, das wird wahrscheinlich nicht bei euch verfügbar sein. Also der Oberkadi, das sind auch Jobs, die natürlich in anderen Kulturbereichen sind. Ja, also die sind auch abhängig davon, welche Kultur ihr habt. Ein Oberkadi verantwortlich für die Auslegung des islamistischen Rechts macht jetzt irgendwie bei Katholiken nicht ganz so viel Sinn. Gibt euch, ihr habt aber entsprechende vergleichbare Konzepte, gibt euch monatliche Frömmigkeit und ein bisschen Bildung pro Hingabestufe. Er wiederum bekommt auch ein bisschen Bildung und Prestige. Wäre übrigens auch eine Möglichkeit, wenn ihr einen speziellen Charakter auch da wiederum ein bisschen boosten wollt. Ihr habt zum Beispiel ein Kind, das kann das, ja, und wollt als islamistischer Herrscher dieses Kind ein bisschen boosten mit Diplomatie oder Prestige. Dann könnt ihr das darüber auch machen. Also das kann in beide Richtungen gehen. Dann gibt es den Garuda. Dieser Ritter hat geschworen, den Willen seines Lehnsherrn durchzusetzen oder bei dem Versuch zu sterben. So wie der mythische Garuda-Vogel die Last von Vishnu trug, stürzt der Garuda-Krieger die Herrschaft seines Monarchen. Ja, das gibt euch Hofpracht, Schrecken, Zuwachs von 0 bis 10% und Schreckensverfall. Das kann man auch wieder, ne, ihr seht hier schon, das ist eine mystische Gestalt, die nicht bei allen Religionen zur Verfügung stehen wird und in allen Reichen. Der Ritter bekommt dadurch natürlich ein bisschen mehr Kampfgeschick, verliert aber Prestige. Also auch da auf jeden Fall drauf achten. Hofgärtner ist, glaube ich, auch klar. Wenn ihr einen großen Garten habt, braucht ihr irgendwann einen Gärtner. Das sorgt dafür, dass die Gastmeinung ein bisschen steigt. Ich hatte das tatsächlich mehrfach, dass ich versucht habe, mit Gästen zu interagieren, gerade so im Bereich von Ämtern, und die Meinung eben einfach nicht gut genug wäre und er gesagt hat, nee, dich mag ich jetzt nicht. Und das könnt ihr damit zum Beispiel mit so einem Hofgärtner verbessern. Natürlich gibt es auch ein bisschen mehr Entwicklungszuwachs im Reichssitz. Auch da ganz wichtige Sache. Ich erinnere da an solche Sachen wie die Einführung des Feudalismus. Wenn ihr zum Beispiel im Jahre 867 startet, dann braucht ihr Entwicklung im Reichssitz. Und bisher war es so, dass man andauernd ein Amt, also dass man jemanden dafür abziehen musste, der die ganze Zeit kontinuierlich Entwicklung pumpt und der kann da nichts anderes mehr machen. Das kann man zum Beispiel mit dem Hofgärtner ein bisschen verändern. Sehr, sehr, sehr coole Sache. Gibt endlich viel mehr Möglichkeiten im Spiel. Dann natürlich eine Hofdame unterstützt und begleitet die Königin oder Kaiserin. Ich glaube, das kennt man, ne? Dass die ganze Zeit irgendwie so eine Herrscher an Damen um die Frau herumschwirrt oder so. Und das könnt ihr hier auch entsprechend machen. Das wirkt natürlich auf euch nicht sehr anspannend, also mit anderen Worten, ihr verliert Anspannung, weil ihr nicht die ganze Zeit um eure Frau rumschwören musst und oh Gott, schon wieder hat sie irgendwas. Ihr schickt die Hofdame hin und dann passt das. Auch hier wieder natürlich, kann natürlich auch gegen euch benutzt werden. Dann, wie ich finde, eine der wichtigsten Sachen, der Erzzeugbart, der ist dafür verantwortlich, euren Kram in Ordnung zu halten. Was meine ich damit? Es gibt ja euer Inventar. Ich springe jetzt hier mal nicht raus. Das hatte ich euch ja schon gezeigt, das Inventar. Und irgendwer muss natürlich auch dafür sorgen, dass es gepflegt wird, dass ihr vor allen Dingen auch was Neues bekommt. Dass er zu lokalen Schmieden fährt und sagt, hey, pass auf, der König braucht eine Krone. Wir brauchen diese Krone, eine super Krone. Die musst du ihm jetzt bauen. Und das macht der Erzzeugwart. Ihr seht hier, Artefakt, Verfallverringerung, 7-35%, je nach Eignung. Erlaubt das Reparieren, Neuschmieden von Artefakten, schaltet Artefakten auftraggebend frei und so weiter. Also wie für mich persönlich, wenn ihr als König oder Kaiser unterwegs seid und gerade so, also es geht natürlich auch in niedrigeren Rängen, aber gerade wenn ihr einen Königshof habt, wenn ihr dann eine Krone braucht und ein bisschen Prunk und Prestige braucht, um eben euren Hof entsprechend auszukleiden, ist in meinen Augen das fast schon ein Pflichtjob hier bei uns. Dann der Hoftutor. Ich glaube, der Name sagt alles. Ja, euer Lehrer, der im Prinzip eure Kinder so ein bisschen unter die Fittiche nimmt, schaltet Interaktion Kind eine Sprache lernen lassen frei, sorgt dafür, dass Kinder mit anderen Sprachen, natürlich in anderen Kulturkreisen, ein bisschen einfacher und besser aufgenommen werden. Dann gibt es den Vorkoster.
auch, wie ich finde, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ihr oder wenn euch jemand des Lebens trachtet, ist der Vorkoster einer der wichtigsten Ämter überhaupt. Denn er probiert alles und ihr seht's hier, hat eine Chance, Mordkomplotte mit Gift aufzuhalten. Das ist extrem, extrem wichtig, wie ich finde. Allerdings auch ganz klar, ihr verliert schneller Gewicht. Warum? Der futtert euch den Kram weg, logischerweise. Ihr bekommt aber auch ein bisschen Bonus und gegnerische feindselige Komplott-Erfolgschance 0-10% hat basierend auf der Eignung des Vorkosters. Da müsste ich jetzt gucken. Ich könnte fast wetten, das ist das Ränkespiel, was er braucht. Können wir gleich mal machen. Auch hier ganz wichtig, der kann natürlich auch gegen euch verwendet werden, wenn er zum Beispiel, das Gift eben nicht erkennen soll. Dann gibt es einen Stallmeister. Auch durchaus ein wichtiger Job. Ist aber so ein bisschen davon abhängig, wann man ihn braucht. Ihr seht es hier, er erhöht die Ritter-Effektivität, Hofpracht und Hofpracht-Bonus. Erwähne ich jetzt mal nicht im Einzelnen, das macht fast jeder. Auch ungefähr mit den gleichen Werten. Aber die Ritter-Effektivität finde ich bei dem Stallmeister tatsächlich mit am interessantesten. Das finde ich aber nur interessant, wenn man in den Krieg zieht. Wozu soll ich mir eine Ritter-Effektivität einhandeln, wenn ich eh nicht im Krieg bin? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Die müssen ja nicht effektiv sein, wenn sie am Tisch sitzen und essen. Also effektives Essen ist vielleicht auch sinnvoll, aber im Krieg macht es dann doch eher Sinn. Also das ist so ein Job, finde ich, den kann man sehr gut einführen, wenn man ihn braucht. Aber Achtung, ihr könnt natürlich Leuten einen Job wegnehmen, aber das sorgt dafür natürlich auch, dass er euch böse ist. Ja, ich kann das ja mal, wir können das ja mal zeigen. Zum Beispiel bei dem Hofarzt. Wir machen einfach mal ihn und ihr seht hier links daneben, wenn ihr euch später entscheidet, dieses Amt abzuerkennen, wird es euch 200 Prestige kosten und er verliert 10 Jahre lang 30 Meinung von euch. Macht ja irgendwie Sinn. Ihr müsst ein bisschen Prestige einsetzen und wenn ihr ihn freundlich bittet, wieder zu gehen, wird er das vielleicht nicht so gut finden. So, muss ich mal gucken, wo wir waren. Stallmeister. Erzjägermeister ist im Prinzip ähnlich wie hier oben der Erzzeugwart, kümmert sich halt ums Jagen anstatt um den ganzen anderen Kran. Ja, ist für bessere Jagdpartien verantwortlich, hilft bei der Aktivität Jagd, ist für die Hunde zuständig. Es gibt ja auch Effekte und Perks, dass ihr einen Hund bekommt, kümmert sich darum. Er wiederum bekommt mehr Kampfgeschick. Ja? Also auch da wieder die Möglichkeit zu sagen, hey, pass auf, ich habe hier einen richtig tollen Ritter und den setze ich auch noch als Erzjägermeister ein. Den finde ich toll, den will ich aber aus irgendwelchen Gründen keine Ämter verschaffen oder ich möchte ihm nicht Land geben, sondern ich möchte ihm einfach irgendwie anders belohnen, zum Beispiel als Erzjägermeister und dann kriegt er auch noch mehr Kampfgeschick. Finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Dann den Hofbaumeister, auch hier glaube ich selbst erklärend, was er macht. Der kümmert sich um die Bauvorhaben, die gehen dann einfach ein bisschen schneller vonstatten. Finde ich auch da sehr, sehr gut, wenn ihr gerade mal einen Krieg plant, aber vorher noch irgendwelche wichtigen Dinge bauen wollt, dann könnt ihr einen Hofbaumeister einsetzen, der das Ganze um bis zu 30% beschleunigt. Dann der Großalmosonier, auch wie ich finde eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. So ein bisschen, wie ich finde, das Gegenstück zu, jetzt muss ich ihn mal finden, dem Oberkadi von den Islamisten. Er ist dafür verantwortlich, dass er ein bisschen Geld an die Armen verteilt, Almosen an die Armen. Und das wird natürlich auch die Armen besser stimmen und ja, eure Frömmlichkeit geht hoch. Und ich glaube, das brauche ich glaube nicht erzählen, Hofprachtbonus gibt es natürlich auch wieder, basierend auf der Eignung. Aber wie ich finde, das Wichtigste ist dann das Frömmlichkeitszuwachs. Der Frömmlichkeitszuwachs 5-20%, extrem cool. Das ist halt immer so eine Sache, wo ich mir auch gerade früher dachte, hey, du willst jetzt deine Religion reformieren. Ich habe noch 10 Jahre mit diesem Charakter zu leben und ich muss irgendwas machen, um die Religion zu verbessern und mehr Frömmlichkeit zu bekommen. Und es geht eigentlich nur so gut wie wenig bis gar nicht. Das fand ich mal sehr schade. Jetzt habt ihr viele Möglichkeiten, das zu machen. Einer dieser Möglichkeiten ist der Großarmosonier. Dann gibt es den Senschall. Und ja, wozu ist er gut? Der ist im Prinzip, ich zeig's euch nochmal, die Hofdame für euch. Es ist eigentlich ist es eure Hofdame. Ja? Der läuft genau wie die Hofdame die ganze Zeit neben euch her und sorgt dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Mit einem Buch und schreibt alles auf und all so eine Sache. Das ist im Prinzip
der Zen-Schall. Das sorgt dafür, dass die Kontrolle ein bisschen ansteigt. Viel mehr macht er nicht. Also wenn ihr Kontrollzuwachs braucht, ist das okay. Aber ansonsten ist das so ein Amt, wo ich mir sage, ja, kann man sich irgendwie auch schenken. Ja. Und wo wir gerade beim Thema Schenken sind, ist natürlich eines der wichtigsten Sachen, die ihr machen müsst, regelmäßig trinken. Also nicht nur im Spiel, sondern auch privat. Aber regelmäßiges Trinken sorgt für eine feuchte Kehle. Und das macht der Mundschenk. Und der ist dafür verantwortlich, dass ihr regelmäßig einen Becher mit Trinken habt. Das sorgt natürlich dafür, dass auch hier, ich glaube, es ist selbstverständlich, fast alle Ämter sorgen dafür, dass die Pracht und ein Hofprachtbonus existiert, aber auch hier hat eine Chance, Mordkomplotte gegen Gift aufzuhalten, wenn er zum Beispiel merkt, hey, pass auf, da könnte Gift drin sein, aber auch gleichzeitig wieder das Gleiche wie bei dem Vorkoster. Man kann es auch gegen euch verwenden. Auch der Obereunuch ist, wie ich finde, eine extrem schöne Sache. Das ist nämlich so ein bisschen die Person, die rumläuft und alle Informationen sammelt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt irgendwie immer einen, dem man alles anvertraut. Das ist so die Person, wo man denkt, ja, dir erzähle ich das. Du bist ein cooler Kerl. Und so könnt ihr euch diesen Obereunuchen vorstellen. Und das sorgt natürlich dafür, dass eure Komplottstärke steigt, weil dieser Obereunuch halt einfach stumpf alles weiß. Aber auch der Widerstand steigt, weil er natürlich auch alles von anderen weiß und natürlich dann entsprechend verringern kann. Und auch da wieder bei so einem Job ganz klar, Pracht und Bonus und Hofprachtbonus steigt und auch er kann natürlich gegen euch verwendet werden. Dann, wie ich finde, eins der wichtigsten Posen und Jobs, auch wenn es vielleicht nicht so viel bringt, wie ich finde, fast schon ein Pflichtjob für jeden Rollenspieler, der Hofnarr, der eben dafür sorgt, dass selbstverständlich die Pracht und der Bonus steigt und bei gewissen Ereignissen die Anspannung verringert. Für mich persönlich wirklich fast einen Pflichtjob. Natürlich, wenn der König jetzt überhaupt keinen Bock auf sowas hat, dann eventuell nicht. Aber ansonsten, also für mich persönlich, bin ich ganz ehrlich, wirklich ein Pflichtjob. Denn ein guter Hofnarr muss an jedem Königshof sein, der dann einfach mal auch für ein bisschen Belustigung sorgt. Dann gibt es natürlich den Hofdichter. Ich glaube auch, der Hofdichter ist glaube ich, selbst erklärend, was er macht. Natürlich entsprechend dichten. Auch hier Hofprachtbonus und monatliche Hofpracht gibt es auch hier und kann zufällig inspiriert werden. Ja, okay. Kann man sich holen. Gleiches basiert auf dem Musikanten, wobei der Musikant noch eine zusätzliche Eigenschaft hat. Wenn man sich überlegt, also wenn man Geld übrig hat, dann kann man sich den Hofdichter holen. Ansonsten, weiß ich nicht, finde ich den Hofmusikanten ein bisschen besser. Man denkt sich einen Charakter, der einfach super gerne feiert und ein Fest mal nach dem anderen ausrichtet. Und da braucht ihr einen Hofmusikant, denn der steigert den Meinungszugewinn beim Ausrichten eines Festmahls. Coole Sache. Wenn ihr einen Charakter habt, der sowas macht, finde ich das einfach eine gute Sache. Und das ist auch wieder so ein Job, wo man sich sagt, hey, pass auf, ich habe da irgendeinen mal gesehen, den hole ich mir auf dem Hof, den setze ich als Hofmusikant rein und wenn mein Charakter gestorben ist, dann darf er auch wieder gehen. Okay, Leibwächter, auch ganz toll. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Leibwachen anzustellen und dazu zeige ich euch noch was anderes. Da gibt es jetzt in eurem Rat, bei eurem Ratsmarschall natürlich auch die Möglichkeit, die Leibgarde anzuleiten. So, dann gucken wir nochmal. Ritter-Effektivität wird erhöht und gegnerische feindselige Komplottstärke erhöht. Ja, oder Quatsch, also verringert natürlich, erhöht eure Erfolgschance gegen das Komplott und verringert die Erfolgschance des Komplottes. Und das ist für mich so ein bisschen parallel. Ach, jetzt habe ich das Fenster wieder zugemacht. Das ist für mich parallel so ein bisschen die Leibgarde zusammen mit dem Leibwächter. Rollenspielerisch gesehen für mich so ein bisschen die Leitung der Leibgarde, die ihr euch dann hier entsprechend einstellt. So, ich glaube, Leibwächter ist aber auch selbst erklärend, was der macht. Hat eine Chance, Mordkomplotte aufzuhalten, verringert euer Risiko, in Schlachten getötet zu werden. Ich meine, klar, wenn er sich vors Schwert wirft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es euch trifft, einfach geringer. Aber auch hier wieder ganz klar, kann natürlich auch gegen euch verwendet werden. Dann ein persönlicher Streiter. Und dann sind wir auch schon mit Hofhenker und Hofgenie fast am Schluss. Der persönliche Streiter, ihr kennt das vielleicht in vielen Spielen dieser typische Spottstreit. Es gibt ja jetzt Sprachen und man kann auch Duelle machen und all sowas. Das gilt hier natürlich auch.
Und diese Duelle, die ihr machen könnt, also vornehmlich natürlich die Duelle im kriegerischen Bereich, bei dem sich der persönliche Streiter, um der sich der persönliche Streiter kümmert. Es ist ein fähiger und tödlicher Kämpfer, der seinen Lehensherrn in Duellen vertreten kann. Hier würde ich mir tatsächlich wünschen, dass er noch so ein bisschen Spottstreit mit kann. Gilt hier leider nicht. Auf jeden Fall Schreckensverfall. Minus 5-25% sorgt halt dafür, dass es, also ganz wichtig, sorgt dafür, dass euer Schrecken schneller verfällt und sorgt ein bisschen an Prestige, je nachdem, wie gut er drauf ist bei der Eidok. Und natürlich kann auch Plätze bei manchen Duellen einnehmen. Ja, ist halt euer persönlicher Streiter. Dann eine Sache, die ich ganz wichtig finde, ist der Hofhenker. Okay, achso, entschuldigt bitte, hier ist der Schreckensverfall, ist andersrum zu sehen, nämlich minus 5% bis 25% weniger Verfall müsste das tatsächlich sein. Ähnlich wie beim Hofhenker, das heißt, ihr habt einen höheren Zuwachs und der Verfall an sich geht ein bisschen langsamer. Das ist, wie ich finde, auch eine ganz wichtige Sache. Das hatte ich am Anfang schon mal erwähnt. Ich hatte persönlich immer bei dem Hofhenker das Problem oder bei einigen Charakteren das Problem, du opferst jemanden, den du im Kerker hast. So, dann hast du riesig viel Schrecken und alle haben Angst vor dir. Das heißt, niemand wagt es auch nur einen Aufstand zu machen. Jetzt musst du irgendetwas machen, damit dieser Schrecken bleibt. Du hast aber keine Leute mehr im Kerker. Jetzt kann man natürlich versuchen, über den Schrecken irgendwelche Leute einzukerkern und sinnlos irgendwelche Leute zu ermorden oder Kriege zu führen, damit so ein bisschen Schrecken entsteht. Aber gerade bei Kriegen könnte es sein, wenn man sich das hier mal die Situation hier anguckt, wir haben das Heilige Römische Reich, Polen, die Russen könnte man eventuell angreifen. Aber gerade diese Situation, das ist so, man greift als Pommer nicht das Heilige Römische Reich an. Das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Da muss man vorher andere Sachen machen. Dänemark, die Russen, vielleicht ein bisschen in Polen einfallen, Lübeck und solche Sachen. Vielleicht hier hoch in Richtung Kurland. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber Möglichkeit wäre vor allen Dingen, mit Schrecken dann am Ende des Tages das Reich zusammenzuhalten. Und das, finde ich, ist eine Sache, das sollte man auf jeden Fall, das sollte man machen. Wenn man einen Charakter hat, der sehr schrecklich ist und damit spielt, dann ist der Hofhenker, wie ich finde, eine wichtige Sache. Dann das, oder der Hofgenie, das ist jemand, ja, ich glaube, es ist klar, ein Hofgenie, bringt euch auch wieder den Hofprachtbonus. Interessanterweise übrigens keinen Bonus, keinen monatlichen Bonus, sondern nur den Hofpracht-Bonus an sich und hat eine Chance, inspiriert zu werden. Ja, okay, kann halt ein paar schöne Sachen dann vollbringen. Kann man mal machen. Er bekommt vor allen Dingen eine ganze Menge Prestige. Aber eine der wichtigsten Sachen ist, wird den Hof verlassen, wenn er entlassen wird. Das heißt, wenn ihr irgendjemanden loswerden wollt, auf einfache Art und Weise, setzt ihn als Genie ein und wenn er es nicht hinkriegt, dann schmeißt ihn wieder raus. Ähnlich beim Hofhenker. Die Verbrechen des Charakters werden vergeben. Das heißt, wenn ihr unbedingt jemanden vergeben wollt oder unbedingt dafür sorgen wollt, wenn jemand anderes, der möglicherweise... Also, folgende Situation. Wir fangen nochmal von vorne an. Folgende Situation. Ein Charakter hat ein Verbrechen begangen. Zum Beispiel, er ist fremdgegangen. Das Ganze ist rausgekommen und das finden alle irgendwie doof, aber der Charakter ist euch wichtig. Dann könnt ihr den als Hofhenker einsetzen und sein Verbrechen wird ihm vergeben. Das ist auch eine ganz coole Sache. Kann man auf jeden Fall auch im Spiel nutzen. Okay, dann sind wir auch schon am Ende der Ämter angelangt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Ämter finde ich richtig, richtig klasse. Gerade weil ihr über diese Ämter die Möglichkeit habt, endlich viel, viel, viel mehr rollenspielerische Aspekte mit reinzubringen, über den Hoftutor, über den Vorkoster, über den Stallmeister und so weiter und so fort, dass ihr eben auch Charaktere nicht irgendwie einfach nur beschenkt, sondern ihnen auch sagt, hey, pass auf, du bist ein cooler Kerl, du kannst gute Häuser bauen, dann werd doch mal mein Hofbaumeister, mach das doch einfach mal. Finde ich richtig, richtig klasse.